Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Wir lassen uns nicht schrecken von dem Pokalspiel, wo Nürnberg natürlich losgelegt hat wie die Feuerwehr. Ich habe es der Mannschaft auch schon gesagt. Ich glaube, wir sind ein harter Brocken. Wir werden die Tore, die vielleicht Düsseldorf kassiert hat, werden wir nicht kassieren. Wir werden da anknüpfen, wo wir aufgehört haben, nämlich gut zu stehen, aggressiv, kompakt zu verteidigen. Und wir haben auch gesehen, dass unser Spiel nach vorne sich verbessert hat. Und das werden wir auch versuchen, natürlich weiterzuführen. Wir wissen, dass gerade zu Hause Nürnberg ein starker Gegner ist. Ja, aber wir haben schon andere starke Gegner gehabt und haben gezeigt, dass wir uns behaupten können. Wir wollen diese Serie, die wir angefangen haben, jetzt wollen wir fortsetzen mit einem beherzten Auftritt am Montag in Nürnberg. Stehen Gaetan Krebs zur Verfügung und Jonas Meffert sind natürlich die beiden, die da in Frage kommen. Die Entscheidung ist letztendlich noch nicht gefallen. Es gibt Dinge, die sprechen für Jonas, gerade auch was Standardsituationen angeht, zu verteidigen. Er hat aber auch noch nicht so oft trainiert, ist erst seit letzten Donnerstag jetzt richtig schmerzfrei. Merkt man ihm noch ein bisschen an, dass er jetzt doch 4-5 Wochen weg war. Ja, es gibt Dinge, die sprechen für den einen, für den anderen. Wir haben noch 3 Tage, deswegen werde ich die nicht gestellte Frage erstmal offen lassen. Ja, weil er gute Spiele abliefert, weil er natürlich Argumente liefert auf dem Platz. Das Gesamtpaket im Verteidigen, Angreifen wird immer besser. Und damit, wenn einer am Spieltag gute Leistung bringt, ist schon mal die halbe Miete für die nächste Woche. Im Training gibt er auch Gas. Das erste Tor, habe ich das Gefühl, liegt bei ihm auch in der Luft. Man merkt ja, dass er auch an den spielentscheidenden Aktionen immer mehr beteiligt ist, dass er immer mehr bei rumkommt. Er hat ja immer schon seinen Job gemacht, verteidigt, gelaufen, war ja immer schon fleißig. Aber diese Qualität nach vorne, die wir ja von ihm kennen, die kommt jetzt Stück für Stück immer mehr im Training, aber auch im Spiel. Wenn du an 80-60 München denkst, den Pass, den er da durchsteckt, aber auch jetzt, wo er immer wieder gefährlich vom Tor auftaucht, ist er auf dem Weg zur alten Form. Auch da glaube ich, dass ein Tor in der Luft liegt. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.